Drei Bewerberinnen träumen davon, an diesem Freitag zur neuen fränkischen Weinkönigin gekrönt zu werden. Die Qual der Wahl hat eine 100-köpfige Jury aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und der Weinbranche. Der BR überträgt die Wahl live. Drei weinbegeisterte, junge Frauen werden am 22. März 2019 zur Wahl der fränkischen Weinkönigin 2019 in der Kulturhalle von Grafenrheinfeld antreten. Projektmanagerin Elisabeth Goga, 24, aus Sand am Main im Landkreis Haßberge, Lehramtsstudentin Eva Maria Keller, 24, aus Eusenheim im Landkreis Main-Spessart, sowie Winzerin und Weinbautechnikerin Caroline Meyer, 23, aus Kastell im Landkreis Kitzingen. Abenteuer Weinkönig in der fränkischen Weinkönigin steht ein spannendes Jahr bevor. Sie hat einen prall gefüllten Terminkalender und absolviert während ihrer Amtszeit rund 400 Termine im In- und Ausland. Dazu gehören Weinmessen und Weinproben in der Region genauso wie Auslandsreisen als Botschafterin des Frankenweins. Außerdem nimmt die fränkische Weinkönigin an der Wahl zur deutschen Weinkönigin teil. BR überträgt Wahl live. Der Bayerische Rundfunk überträgt die Wahl der Weinkönigin, wie in den Vorjahren, live im Internet unter br.de/unterfranken von 13.15 bis etwa 17.30 Uhr. Es kommentieren Eberhard Schellenberger, BR, und die frühere fränkische Weinkönigin Marion Wunderlich aus Tauberrettersheim im Landkreis Würzburg. Gegen 17.00 Uhr steht fest, wer die neue fränkische Weinkönigin ist. Auch über Facebook kann man die Wahl live bei BR2